Hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei einer weiteren Newcomer-TV-Folge, dem Magazin für die regionale und überregionale Musikerinnen- und Bandszene. Und wir gehen zurück zur dritten Newcomer-TV-Nacht in die Portstraße Jugend und Kultur, die, wenn ich mich nicht irre, am 26. Mai stattgefunden hat. Und es war ein rauschendes Ereignis. Vier fantastische Bands, von denen wir euch in der jetzigen Folge nochmal zwei vorstellen möchten. Und zwar gibt es einen neuen Stern am Himmel der Aschaffenburger Musikszene. Eine Band, die sich im weitesten Sinne dem Blues, Rock, Indie und allgemeinen Rock hingegeben hat. Wirklich sehr sympathische Mädels und Jungs, die uns da besucht haben auf der Portstraßenbühne. Und deswegen jetzt ein Riesenapplaus von euch hoffentlich für Black Box Reset. How to talk with myself today. Listen closely as how to break a conversation between two eyes. Remember all these pretty lies. A man in the mirror, self who do I hear? A new face, the same old smile. To yourself and create new lines. Come back a fire in your eyes. Turn off the lights. For your quick review. Die Aschaffenburger Szene feiert euch. Macht ihr schon länger in anderen Formationen auch im Aschaffenburger Raum Musik oder ist es das erste Mal, dass ihr überhaupt zusammen gut ausgebildet als Musiker in einer Band spielt? Gut, also wir sind alle schon vorher ein bisschen aktiv gewesen in Aschaffenburg. Denn Max, unseren Drummer, kenne ich auch noch aus einer anderen Formation. Und deshalb, wir haben da schon ein bisschen Erfahrung auch gesammelt. Marcel, glaube ich, noch am meisten von uns, weil er schon mehr auch dann Auftritte vorher hatte. Aber ja, jetzt durch die Auftritte, die wir hatten, sind wir, glaube ich, auch schon so gewachsen, dass wir das auch hinkriegen. We'll be right back.
wie ist denn überhaupt diese Musikszene in Aschaffenburg? Macht man viel zusammen, also Konzerte auch zusammen, geht gemeinsam auf kleine Tour oder wie funktioniert das? Also wir haben sogar eine recht gute Musikszene in Aschaffenburg, das stimmt schon. Die ist aber mehr so 70er Psychedelic-mäßig angehaucht. Und da ist jetzt gerade Kant und Dead Haste sind da richtig am Durchstarten. Die machen auch schon Deutschland-Tournee und die nehmen sich eigentlich immer auch gegenseitig mit. Okay. Da passen wir jetzt von der Musik nicht ganz so rein. Aber an sich vernetzt man sich schon ganz gut. Es ist ja auch alles im gleichen Proberaum. Also die hier sind alle in einem Flur, nebeneinander sind die Proberäume. Ist geil, wie im Krankenhaus. Ja, genau, wie im Krankenhaus. Genauso wie hier. In the bathroom of the night, attack ain't getting out, man. But I have to pull back. Come on back and see in case that ain't right. Let it go, let it go. Inside a brand new life. Let it go, let it go. I think I did it right. Along the street, the flowers sound much bigger now. So come on back, your suitcase, and let it right. Let it go, let it go. Start a brand new life. Let it go, let it go. Let it go, let it go. Start a brand new life. Let it go, let it go. And open your eyes. Der Jochen ist ganz begeistert gewesen von diesen Sounds und ich auch, also weil es ist schon ganz, ganz krass, was da an Potenzial unter dem Asphalt der Region verborgen liegt. Und ich hoffe, dass wir mit dem Newcomer TV Magazin dieses ein oder andere Juwel über die Fernsehbildschirme sichtbar und hörbar machen. Und vor allen Dingen kommt einfach zu den Live-Shows, weil jetzt ist es ja wieder möglich. Corona spielt keine Rolle mehr. Das heißt, die Bühnen sind auf und die Festivalzeit beginnt. Und ich hoffe, ihr seid auch am 30. Juni dabei, wenn die nächste Newcomer TV Nacht über die Bühne geht. Aber bevor es soweit ist, möchte ich euch die letzte Band vorstellen, die auf der dritten Newcomer TV Nacht gespielt hat in der Portstraße Jugend und Kultur, die von sich selber sagen, dass sie eine Art von Power-Retro-Pop machen und sie kommen aus Frankfurt, sind Urgesteine der Frankfurter Szene und ich will gar nicht mehr erzählen über die Band, der Rest ergibt sich durch die Musik. Ein Riesenapplaus von euch, The Full Love Experiment. Stehen und weitergehen.
Experiment, also Power Retro Pop, eigentlich so ein bisschen auch so Elektro Pop Szene, oder wie kann man es einordnen? Ja, es kommt so ein bisschen irgendwie daher, dass ich selber als Singer und Songwriter irgendwie bin und immer eigentlich so mein Hauptding auch immer das Liederschreiben über die ganzen Jahre irgendwie hinweg und ich die immer auch mit dem Rhythmuscomputer, mit Keyboards, was ist auf Joy waren, hatten wir Keyboarder, ja. War schon immer so ein Favorite von mir gewesen und bei der Band hatte ich jetzt einfach irgendwie Bock gehabt, einmal wirklich das, was man so immer wieder adaptiert mit Schlagzeuger, einfach mal wirklich pur zu lassen. Einfach mal wirklich sagen, okay, das, was komponiert wird, kommt auch 1:1 auf die Bühne. Und das haben wir gemacht. Und ich finde, das macht einen totalen Bock, finde ich. Ich bin hier,
als wär's das letzte Mal. Steh hier nochmal. Steh hier, als wär's das letzte Mal. Steh. Doch jetzt sind es schon Bäume mit viel Gewicht. Du gehst durch tausend Türen, hältst an und das Stahl. Du warst in tausend Träumen, im Dunkel und das Licht. Steh hier, als wär's das letzte Mal. Steh. Uwe, und dich verbindet eine lange Jahre Musiker und auch sehr wahrscheinlich persönliche Freundschaft. Wie ist die Zusammenarbeit bei euch in der Band? Also passiert das zwischen euch beiden oder entstehen die Songs im Proberaum, gemeinsamer Prozess, oder wie funktioniert das bei euch? Nee, es ist so, dass der Uwe schon die Grundlagen legt, indem er schreibt. Ich habe auch ein paar Songs noch in der Schublade, wo wir auch schon einen gemacht haben, den er dann ein bisschen umarrangiert hat. Aber die Hauptarbeit machen wir dann im Proberaum, da arrangieren wir das zusammen und es läuft eigentlich so aus dem Bauch raus. So, wir müssen nicht groß nachdenken, diskutieren oder so, sondern wir fangen an und jeder weiß sofort, was er machen muss und hat auch so das Gefühl für den anderen. Das, weil wir uns so lange schon kennen. Also wir spielen mehr oder weniger blind zusammen. Wir fahren alleine, wir schrauben und Zeit, lautloses Treiben, im heiteren Bleib. Es ist kalt, es ist kalt, mein Herz. Die Welt am Rande der Eskalation. Waffen, Helden, wir töten für ihren Lohn. Es ist kalt, es ist kalt, mein Herz. Gestern noch Sonne, taufrisches Gras, Bogen und Wellen und Unterlass. Es ist kalt, es ist kalt, mein Herz. Verzeih mir, verzeih. Die
die einzige Sprache, die man noch hat. Es ist kalt, es ist kalt, mein Herz. Gestern noch Freunde, heute viel Feind. Gestern noch Sprechen, Leute vereint. Es ist kalt, es ist kalt, mein Herz. Komm, lass uns tanzen. Bleibt nicht viel Zeit. Komm, lass uns feiern in alle Ewigkeit. Es ist kalt, es ist kalt, mein Herz. Verzeih mir. War eine Reise zurück in Synthi-Sounds der 80er, vermischt mit modernen Sounds der Jetztzeit. Und ich hoffe, es hat euch super gefallen. Und ihr habt Bock auf mehr, geht auf die Seiten der Bands, die wir euch in den Magazinsendungen vorstellen. Und herzt sie, liked sie, diese Bands. So auch nochmal ein Riesenapplaus für die beiden Bands, die in dieser Sendung vorgestellt wurden, nämlich für Black Box Reset und The Full Love Experiment. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vor allen Dingen am 30. Juni, wenn die nächste Live-Show Newcomer TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur über die Bühne geht. Das war der Seppel am Mikrofon und der wunderbare Jochen an der Kamera für euch hier von Newcomer TV. Ciao, arrivederci, bis bald.